Freunde, Mann, mein Controller-Akku war leer. Ich habe den Shop um wenige Sekunden verpasst. Wir haben gerade 1 Uhr. Scheiße Meise. Checkt gerne die Videobeschreibung ab, Freunde, für so günstige Game Keys. Gewinnspiel ist auch wieder am Start. Könnt wieder fleißig mitmachen. Einfach reinschreiben, was ihr gewinnen möchtet. Alles von der Webseite könnt ihr eintragen. Also sucht euch was aus. Macht beim Gewinnspiel mit. Sehr viele können gewinnen. Würde mich freuen. Supporter Creator Code rechts unten gerne immer eintragen. Und jetzt, Freunde, schauen wir uns den Gegenstandshop an. Ah, ja, Bruder, ja, Bruder, Freunde, auf den ersten Blick ist da jetzt nicht so krasses, aber ich würde sagen, wir schauen da einfach mal. Wir haben den Cloaked Star am Start für 1500 V-Bucks, war zuletzt vor 43 Tagen drin, 11-mal insgesamt, ist ursprünglich aus dem Rettet-die-Welt-Modus, hat aber jetzt ein cooles Rückenaccessoire bekommen, finde ich übelst nice, mir persönlich gefällt das Rückenaccessoire, richtig geile Sache. Dann, Freunde, haben wir hier den unendlichen Depp, den kennt, denke ich mal, jeder von euch, war zuletzt vor 24 Tagen drin gewesen, 22-mal im Shop. Dann haben wir hier Tanzpagat, 500 V-Bucks, war zuletzt vor 64 Tagen drin gewesen, 8-mal insgesamt. Und dann, Freunde, haben wir hier die beschlagene Hacke, 800 V-Bucks, zuletzt vor 31 Tagen gesehen, 23-mal insgesamt. Sturmtrooperin, 800 V-Bucks, zuletzt vor 24 Tagen drin gewesen, 29-mal insgesamt. Finde den Skin mega geil, von der Optik her auf jeden Fall eine geile Sache. Dann, Freunde, haben wir hier nochmal Poo, 200 V-Bucks, extrem entspannte Emote, meiner Meinung nach, werde ich mir auch gönnen, ist auch cool für Thumbnails und so. Ich denke mal, dass ich da ein paar richtig coole Emotionen raushasseln kann. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten, Real Talk, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Dann haben wir hier auf der linken Seite noch ein paar interessante Sachen. Da würde ich mal sagen, Freunde, dass wir ganz links anfangen. Wir haben hier den Astra-Skin wieder erhalten. Astra-Skin ist ein Skin gewesen, wo am Anfang echt gehypt war, aber leider doch ein bisschen gefloppt. Rückenaccessoire ist geil. War zuletzt vor 30 Tagen drin gewesen, 3-mal insgesamt. Passend dazu haben wir noch eine Lackierung. Die Lackierung ist geil. Kann man auf jeden Fall auf seine Waffen draufpacken. Schaut nice aus. Richtig, richtig cool. Dann, Freunde, haben wir hier die Motorrad-Skins. War zuletzt vor 48 Tagen drin gewesen, 16-mal insgesamt, genauso wie die männliche Version. Find beide mittlerweile cool, weil die jetzt so einen geilen Helm und so haben, man kann den abnehmen, bla bla bla, aber die weibliche Version ist natürlich immer besser. Wirbelwind und weiße Böe am Start, Wirbelwind finde ich persönlich ein bisschen cooler. Dann kommen wir hier rüber, Freunde, Krypto-Skin, 1200 V-Bucks, interessantes Rückenaccessoire, hier diese Wirbelsäulen oder was es genau sein soll, dann 1200 V-Bucks für den Skin, geht eigentlich vollkommen in Ordnung. Wir haben auch hier so eine Lackierung von ihm, auch richtig nice, ja, war zuletzt vor 40 Tagen drin gewesen, 10-mal insgesamt da, ist halt nichts Besonderes, aber wem es gefällt, hey, warum nicht? Supporter Creator Code nicht vergessen, Videobeschreibung abchecken und jetzt, Freunde, gehen wir in den Rettet-die-Welt-Modus und schauen uns an, was im Lama-Shop denn ist. Oh Mann, ich habe wieder auf Battle Royale gedrückt, Mann. So Leute, im Rettet-die-Welt-Modus haben wir das Anhänger-Lama am Start. Schreibt sofort unten in die Kommentare, welches Blitzlevel ihr seid. Würde mich auf jeden Fall interessieren, findet ihr immer links oben. Im Rettet-die-Welt-Modus im Gegenstand-Shop ist weiterhin alles gleich geblieben. Wird sich in 48 Stunden aktualisieren und damit würde ich sagen, dann fordert, dass es mit dem Video gewesen sein soll. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ich werde mal raus von der Haut rein, geht mit euer Fraps und ciao.